Aber immer doch. Wahnsinn, diese Sicherheitsvorkehrungen. Hoffentlich lohnt sich das. Ich gehe mal stark davon aus. Ganz ehrlich gesagt, kaum erwarten, in die Zeit zurückzureisen. Okay, wir sollten uns von den Wachen fernhalten, aber wir können die doch irgendwie ausnocken. Na, das ist wieder zu verlockend. Aber wahrscheinlich fälle ich dann übelst. Fuck it, wir schleichen uns ganz langsam ran. Dann sollen wir irgendwie Dreieck drücken und dann Kreis? Ich kann den bestehlen, der hat Münzen dabei. Jawohl. Dankeschön für die Münzen. Und ich verzichte mich wieder. Tschüss, tschüss, tschüss. Na, das hat sich doch mal gelohnt. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, wofür die Münzen gut waren, aber ich denke, wir können die gebrauchen. Ja, das haben die extra gemacht, damit das Jump'n'Run hier nicht so frustrierend wird mit der Kreistaste. Der springt nämlich automatisch auf Objekte, wenn man die Kreistaste drückt. Was die ganze Sache wirklich ziemlich einfach macht. Moment. Ich kann da oben auch noch drauf. Hier sind auch noch ganz viele Kisten. Ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist, aber wir nehmen die Münzen trotzdem mit. Das kann ich schon mal nicht zerkloppen. Ah, wir sind hier auf der anderen Seite, okay. So blöd, dass wir mal im Moment stehen bleiben müssen. Anstatt, dass wir die Münzen direkt aufsammeln. Vorsicht von dem Scheinwerfer. Der ist nicht unser Freund. Hundertprozentig nicht. Ah, nehmen wir die Mülltonne hier noch mit. Vorsichtig! Das ist die Dachluke, aber sie ist zu. Laut meinen Instrumenten hat diese Wache einen Schlüssel. Keine Angst, Bentley. Das wird das rein. Beweg dich langsam, bis du direkt hinter ihm bist. Dann stellen wir den Schlüssel. Wie gerade mit den Münzen. Wenn du nah dran bist, räume ihm mit der Kreistaste die Taschen leer. Vielleicht. Jawohl. Schlüssel zur Museumsdachluke. Für einen Lautlosschlag schleichst du dich von hinten an einen Gegner an, drückst die Dreiecktaste, um ihn hochzuwirbeln und erledigst ihn mit der Quadrattaste. Okay. Er wird gar nicht wissen, wie... Got it! Jetzt holy shit! Den Schlüssel die Dachluke auf. Genau so war das. Voll ausgenockt. Nimm trotzdem hier alle Münzen mit. Vielleicht können wir damit Upgrades kaufen oder irgendwie sowas. Na, ich wusste, ich habe da ein paar Münzen liegen lassen. Habe ich die automatisch bekommen? Sah fast so aus. Okay, Bentley, ich bin drin. Sag Bescheid, wenn das Sicherheitssystem aus ist. Geduld, Sly. Ein Genie hetzt man nicht. Und ich bin gerade dabei, ein Hackermeisterwerk zu schaffen. Bentley, das Gehirn. Hell ja, wir können nur noch steuern. Interessant. Das letzte Mal war ich als Teenager in dieser Kanalisation. Ah, Teenager. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ist das hier widerlich. Hab mir schon gedacht. Turtle? Der geht in den Untergrund. Meine Bomben dürften das Gitter erledigen. Durchdrücken der Dreieck. Na, das hat gefetzt. Super Lache. Hell yeah, so ein Wheelspin. Wheelchair-Spin-Kick-Dingens. Mit den Rädern. Schon hier mal einen Doppelsprung. Wow! Das ist ja kacke. Das war ein bisschen zu weit. Ich glaube, wir können so fliegen, so für einen Moment, ja. Nice. Mehr München? Können wir die auch... Oh, shit! Ich dachte, wir können die werfen, wenn wir die länger gedrückt halten. Okay, dann legen wir die einfach hier vor. Oder direkt da rein. Ein Riesensprung. Hier brauche ich das Hoverpack.
Oh! Ich hätte wirklich von ganz hier springen können. Kann ich mit den Düsen weit gleiten. Dank an die Technologie. Na, Technology. Schon mal Schönes. Toll, die Plattform ist blockiert. Ich muss sie mit einer Bombe freiräumen. Wenn ich die L1-Taste drücke und halte, erscheint meine Distanzanzeige. Dann kann ich mit dem linken Stick nach oben und unten einstellen, wie weit ich werfen will. Wenn die Entfernung stimmt, drücke ich die Dreiecktaste, um die Bombe punktgenau zu werfen. Genau das wollte ich vorhin auch machen. Volltreffer! Per fucking Fact, würde ich sagen. Wenn ich in diese Brühe falle, muss ein neuer Panzer her. Das wollen wir vermeiden. Bisschen Energie wieder bekommen. Oh, Leben, glaube ich. Du hast eine Slime-Maske gefunden. Sammle geheime Slime-Masken im Spiel, um ganz spezielle Gegenstände zu verdienen. Möchtest du jetzt auf das freischaltbare Menü... Okay, wollen wir es aufrufen? Machen wir einfach mal. Standard wiederherstellen, natürlich ganz am Anfang. 15, 15, 20 und so weiter und so fort. 60 Stück gibt es, glaube ich, insgesamt. Halten wir so ein bisschen Ausschau danach. Okay. Wo sind nur meine Gummihandschuhe? Das ist ja widerlich, die ganze Kacke hier drin. Wann kommt hier mal so langsam das Ende? Ich will endlich dieses dicke Ding da stellen. Was heißt dickes Ding? Es ist ein dickes Ding, weil es viel wert ist, würde ich mal sagen. Liegt der Kontrollraum genau unter mir. Ich muss nur irgendwie reinkommen. Etwas Sprengstoff wäre nicht schlecht. Werfen wir das Ding dahin. Explodiert es, glaube ich, sofort wenigstens. Oder auch nicht. Und voila! Weg abgekürzt. Und runter. Das war mehr als haarscharf. Wie läuft's mit dem Sicherheitssystem? Toll. Perfekt. Gib mir eine Sekunde. Okay, jetzt müssen wir uns darüber schwingen. Select, um die Karte anzuzeigen. Okay, am Ende scheint irgendwas zu sein. Wahrscheinlich Feinde. Okay, ich denke, wir können hier einfach rüberschwingen. Beziehungsweise schweben. Nächstens überlasse ich Sly die Kanalisation. Können wir eine Bombe für die verwenden? Man, der ist ja nicht wirklich lautlos. Ja, der visiert schon automatisch an. Viel Spaß. Boom. Der rennt dem einfach hinterher. Na, ist auch eine? Ist auch eine? Der sieht mich gar nicht, der Vollidiot. Ich will die genau auf den werfen. Irgendwie lässt mich das Spiel gerade nicht. Ja, voll. Und jetzt ein patentierter Bentley-Hacker-Angriff. Erstmal kloppen wir die Scheiße hier kaputt. Brauchen Münzen. Okay, ich lasse das mal. 311 haben wir. Dann kriegen wir die automatisch, die verschwinden einfach. Kam mir gerade irgendwie so vor. Okay, dann hacken wir das Sicherheitssystem mal. Hallo, alter Freund. Wir müssen das Haupt-Andock-Tor erreichen, bevor der Sicherheitscode uns aus dem System wirft. Mit dem linken Stick wird das Schiff gesteuert. Müssen wir auch feuern oder nur hier reinsliden? Das ist denn immer ein Hackerangriff. Mit dem rechten Stick wird die Bitkanone gesteuert. Die Bitkanone pustet die Firewall weg. Tatsache. Wir müssen die Firewall wegbumsen. Gleichzeitig schießen und bewegen. Knackt das System. Ah, so stelle ich mir Hackerangriffe auch immer vor. Eine Schildkröte, die im Cyberspace rumschwebt und die Firewall beschießt. Ja, voll. Hey, der Schlüssel dürfte dann hier reinkommen. Dieser Datenschlüssel dürfte passen. Okay. Verdammt! Die Firewall ist verstärkt und zu stark für die Bitkanone. Über diesen Upgrade-Platz kann ich meinen Panzercode aktivieren. Dann mal los. Oh ja. Yes. Gigabombe. Schwerengeschütze, Baby. Die Gigabombe knackt die Firewalls.
Ah, aber die Firewall fährt auch schwere Geschütze auf. Das sind die ein bisschen blöd. Abwehrdrohnen! Ausweichen oder abschießen! Ich würde sagen, beides. Datenschlüssel kriege ich nur mit meinem Shellcode. Ich sollte zurückwechseln. Für die Sperre braucht man einen Datenschlüssel. Oh, shit! Voll in die Firewall reingekracht. Ah. Das Ding platt, oder auch nicht? Für die Sperre braucht man einen Datenschlüssel. Ach, da unten ist der. Ich dachte, das wäre der Datenschlüssel. Das dürfte funktionieren. Das Tor ist auf. Das Schiff kann andocken. Okay, ich nehme trotzdem den Panzer mal mit. Bam. Da haben wir es geschafft. Heck abgeschlossen. Ziemlich cool, muss ich sagen. Jetzt dürfte Sly ohne Probleme reinkommen. Und schon zerfällt das ganze Codesystem. Okay, Murray, jetzt du. Der Murray ist immer bereit, Bentley. Genau, zeig die Muskeln. Okay, Murray, du musst wieder kampfbereit werden. Wärm dich doch mit ein paar einfachen Angriffen auf. Drücke die Quadrattaste zum Schlagen. Oh ja! Oh, die Muskelgedächtnis erwacht langsam wieder. Komm her. Drücke und halte die Dreiecktaste zum Aufladen. Mach ich doch gerne. Ja! Niemand hält ihm stand, dem pinken Tornado! Und da hält er wehrt sich ja. Musst du springen und in der Luft die Dreiecktaste drücken. Oh, Donnerflop! Oh, shit! Boah, der macht aber viel Schaden. Boah. Ihr seid kaum der Mühe wert. So sehe ich das auch. Ich finde sowieso ein Wunder, dass so ein riesiges Vieh so hoch springen kann. Oh, aufstapfen können wir auch. Oh, ihr hättet euch heute wir können ihn tragen dann. Sollen. Nehmen wir noch hier die Münzen mit. Komm mal her, du kleine Ratte. Okay, was kann ich mit dem machen? Schütteln. Ah, gib Kohle. Das ist langweilig. Genau, her mit dir. Unterwerfen, werfen. Ihr tut mir ja beinahe leid. So komme ich wenigstens an all die leckeren Münzen. Oh, Heilung ist auch nicht verkehrt. Mal schön drauf. Ah, noch so ein Spasti. Wow! Jetzt musst du wieder, du Sau. Ihr Trottel habt keine Chance. So sieht's aus. Du Double Kill. Okay, begib dich zum Ladedock. Du musst alle Wachen ausschalten, bevor ich das Tor öffnen kann. Ruf kein Problem. Verstärkung. Besten stopfen wir mal hier so auf. Volle Pulle drauf. Wo kommt ihr denn her, ihr Zwerge? Oh shit, nicht gut. Sie wollen ihn zu Tode kitzeln. Seid einfach nicht hart genug. Das schaffen die mit ihrem scheiß Lachgas. Das war toll! Ist alles okay, Murray? Jetzt, ja! Murray, vergiss nicht, dass du auch werfen kannst. Mit der Kreistaste stampfst du neben einem Objekt auf und hebst es hoch. Hab ich gerade schon die ganze Zeit gemacht. Mit der Quadrattaste werfen. Drückst du stattdessen die Dreiecktaste, schmetterst du das Objekt auf den Boden. Ah, toll, ich wollte das eigentlich da drauf werfen. Lustig wäre, wenn wir bald keine Objekte mehr haben.